Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Ungehemmt im Unterhemd. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und wir spielen immer noch Warhammer 2 gegeneinander. Wer ist da fiesesten? Ich oder der Mr. Merp? Ich grüße dich. Da fiesesten bin garantiert ich. Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Herzlich willkommen auch hier bei mir und bei Skarsnik. Ja, und jetzt können wir ja mal gerade gucken, was machst du denn hier, Junge? Du gehst mal hier hin und kannst du das Ding hier mal... Okay, gut, ja. Ah, ich muss das nochmal... Was, wie hat denn der seine Garnison wieder bekommen? Das ist ja eine Ulknudel hier, okay. Gut, aus irgendeinem Grund hat der Typ seine Garnison wieder. Nice. Ja, bringt doch nichts. Besetzen. Nicht mehr plündern. Lohnt sich nicht mehr. Ja, ich hab's ja eben geplündert für 30.000 ja. Oder irgendwie sowas. Gute Nacht, Tankstar. Okay. Clan Rictus ist down und oh, die Armen. Der ist auch down. Oder Nest von Clan Rictus oder was auch immer das war. Eine Führerschaft plus 3 beim Kampf gegen Skaven für den Cäsar. Okay. Ich bin auf jeden Fall der am schwitzendsten, sagt der Pastor Pinsi. Da hast du wohl recht, Junge. Da der hast du wohl recht. Wer ist da schwitzigsten? Ja, da hast du gewonnen. Ne? Weil ich sitze hier nämlich mit Ventilator und offenem Fenster und einem beginnenden Gewitter. Luxus, läuft, ne? Läuft. So kann es laufen. Ja, mein Problem ist halt... Oh. Wisst ihr was? Das machen wir so. Diese dunkle Elfen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nein, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. So, wie viel kriegen wir dafür, wenn wir das ausrauben? 10.000? Boah, das mache ich doch glatt, ey. Ja, ich stehe jetzt hier gerade eben leider ein bisschen auf der Bremse, weil ich nämlich jetzt gerade eben den Nichtstuer am Start habe. Ah, okay. Aber das werde ich nicht lange bleiben, wie ich gerade eben sehe, weil ich nämlich schon 20 Punkte durch den vorherigen War-Erfolg bekomme. Das ist echt fett. So viel habe ich noch nie bekommen. Das ist ja nice, auf jeden Fall, ja. Mhm. Okay, pass auf, Junge. Pinsi, dann heb ich mal den Rest meines Eistees. Die könnten aber auch mal irgendwann mal was Gescheites haben. Das ist, ja, das ist so eine Insel, weißt du? Ach so, ja, aber trotzdem. Ach, Manno. Ich habe ein Opal-Amulett gefunden, immerhin. Ein Opel-Amulett? Baukosten minus 30 für alle Gebäude, alle Regionen. Einkommen aus allen Gebäuden plus 10% aller Regionen. Aha. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wie machen wir das denn hier weiter? Das nenne ich mal hier Versorgungslinien, Leute, wenn das Spiel so wäre immer. Oder wenn Troy so wäre. Mach mal hier hin. Ich glaube, ich brauche da unten nicht mehr so viel Truppen. Also, welcher Penner auch immer hier war, der wird hier nicht mehr glücklich. Und komm, das reparieren wir und das reparieren wir auch. Nächste Runde holen wir uns das. Hier gab es ganz viele Level übrigens. War mir gerade nicht ganz sicher, ob man den Donner bei mir hört. Aber ich glaube nicht. Donnert's bei dir? Ja, gerade richtig krass sogar. Also es war noch nicht so richtig, aber es war so ein richtig langes Grollen, das sich aufgebaut hat. Mhm. Gib dem noch ein paar mehr. Ich finde es komisch, dass es gerade über Donnern, also über Gewitter, glaube ich, keine Volkslieder gibt. Ne? Es gibt für alles Volkslieder, nur nicht für Gewitter. Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich. Vielleicht reimt sich da nicht so viel drauf oder so. Keine Ahnung.
Fällt mir halt gerade bloß so auf. Ja, ist interessant, auf eine interessante Feststellung. Also wenn ihr tatsächlich ein Volkslied kennt, bei dem ein Gewitter besungen wird, haut's in die Kommentare oder jetzt in den Chat. Mhm. Bis jetzt ist einfach nur Schweigen angesagt. So, dann suchen wir uns mal den nächsten Gegner hier, ne? Was ist denn das hier für ein Gebäude? Ach, da kann ich dann irgendwelche, da kann ich irgendwelche Hundewelpen rekrutieren. Nee, vergiss mal. Lass mal sein. Ja, baut das mal noch aus. Und das kannst du reparieren für 200 und das kannst du für 1000 auch noch reparieren. Und du baust mal einen Tunnel. Du bist da gerade hingelaufen. Du hast auch ein Level gekriegt. Cool. Dann weiß ich gar nicht, was wollte ich denn mit dem Typen hier machen? Komm, gib ihm noch einen Gobbo-Bonus, oder? Ja, gib ihm noch einen Gobbo-Bonus. Was bist du für eine? Ach, du bist so ein Zauberfritze, ne? Okay. Noch mal hier. Wen habe ich noch vergessen? Okay, ich habe auf jeden Fall noch irgendwas vergessen. Ich könnte auch noch ein paar Armeen aufstellen, glaube ich, ne? Ach, ein paar gleich? Ja, warum denn nicht? Ja. Der Günner hat's ja. Der Günner hat's auf jeden Fall. Also jetzt kommt ja das Krasse noch an der Sache. Ich meine, ich habe jetzt gerade durch dieses Ausrauben von den drei Siedlungen habe ich 95.000 gemacht. Und was machst du für Einkommen? 6.000 irgendwas. Ja, okay, das ist nicht so viel. Da kannst du ein oder zwei Armeen aufstellen, ja, dann war's das. Kommt aber auch auf die Quali der Armeen an. Das ist richtig. Also, ich habe halt bisher immer so eine reine Gobbo-Armee häufig mal ganz gerne noch als Unterstützung mitgenommen, ne, wie du weißt, ne, weil, ich meine, ne, kannst du halt mal... Ne, kannst du halt mal irgend so eine so eine Armee mit wegblocken, ne, wenn du halt gegen mehrere kämpfst. Navy Seal versucht sich übrigens tatsächlich in einem Reim über Gewitter. Gewitter, Gewitter, zum Glück bin ich hinter einem Gitter. Ja, das ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass da nicht so viel über auf Gewitter reimt. Vielleicht Gitter, Salzgitter, aber ist ja auch wieder ein Gitter. Bitter. Wenn man es falsch ausspricht und es ein unsauberer Reim wird, Litter. Man wird es so machen, aber wartet mal gerade. Ah. Ich muss das auch nicht machen, ne? Muss ich nicht machen. Ich will und Shalea Tyrell raidet mich gerade eben. Dankeschön für deinen Raid. Grüß dich und guten Abend. Herzlich willkommen. Ted fragt gerade eben, was ist die größte Schwäche von Warhammer? Er will es gerne wissen, weil er weiß es nicht, weil er es nicht spielt. Du musst die Frage etwas genauer definieren. Was meinst du von Warhammer Tabletop? Meinst du es von diesem Warhammer-Spiel hier, Warhammer 1 oder Warhammer 2, wobei Warhammer 1 ja eigentlich nicht mehr gilt? Versuch das mal, oder, also was? Versuch die Frage ein bisschen zu spezifizieren, dann können wir sie vielleicht auch beantworten. Hi Shalea, danke für den Raid, guten Abend. Der ist tatsächlich noch hier unten, der Clan Rictus. Der bettelt sich noch mit dem Krogar, ne? Boah, Alter, der Nippelberg, der klingt auch genauso ekelhaft wie die Wolfzitzen-Chips bei Leben des Brian, ne? Bäh. Kennst du das noch? Nee, es ist zu lange her, dass ich das gesehen habe. Sehr witzig auf jeden Fall. Otternasen. Ja, Otternasen, Ozelotten klar. Leben oder Lebern oder irgendwie sowas. Wolfzitzenchips. Genau. Finzi schreibt gleich VVJ-Spalter. Was machen wir denn hier mit dem? Wollen wir den nehmen?
Den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oder nehmen wir einen Nachtgoblin-Warboss? Gibt es da coole Fähigkeiten? Ja, die Nacht. Folterer Waffengrundschaden 35. Bis jetzt haben mich die Nachtgoblin-Warbosse noch nicht so krass überzeugt. Mhm. Weil die halt auf ihren riesen Squicks da irgendwie. Also, ich hatte bis jetzt einfach nicht das Gefühl, dass das richtig reinhaut. Es ist übrigens witzig, dass Bretonia sich übers Reich geschnappt hat. Ich fände es übrigens ja, gut, dass auch wenn es so wäre, dass wenn du eine Siedlung in einer Provinz hältst, der auch jemand anders eine Provinz hält, dass sich da dauerhaft die Grenzkonflikte weiter aufbauen bis zu einem gewissen Maximum. Aber dass es halt einfach auch dadurch echt zu Trouble kommen kann, weißt du? Hm. Das könnte nämlich die KI auch mal so ein bisschen auseinanderziehen, die Ordered halt. Mhm. Ah, ja, stimmt, ja. Mhm. Dass sie halt nicht immer zusammenhängen. Hey, Charleston, ja. Grüß dich, guten Abend. Genau, die Ostsee. Das ist in der Tat so eine Sache, ja. Da hast du nicht Unrecht. Machen wir das mal so oder mal direkt hier Butter bei die Fisch, ne? Zacker, zacker. So. Sorry, dass das hier noch gerade ein Momentchen dauert. Ticke, tacke, ticke, tacke. Oi, oi, oi. Mein Problem besteht halt darin, dass ich sogar Geld habe, um was zu bauen. Das ist ja nicht so oft so bei mir, ne? Okay, dann machen wir das. Du machst das. Du machst, weiß ich gar nicht. Du machst auf jeden Fall noch das. Komm, mach das. Und dann bauen wir hier gleich noch ein bisschen weiter aus. Wilhelmshaven. Wollen wir Wilhelmshaven ausbauen? Komm, wir bauen mal Sauflecken noch aus. Das ist doch. Das gehört sich doch auch mal, ne? Sauflecken. Sauflecken. Der Schreckensfels. Bruchsteininsel hast du aber noch nicht benannt, ne? Ich habe die Bruchsteininsel, die habe ich, glaube ich, gerade eben eingenommen, ne? Kann das sein? Ja, da kannst du ja gleich noch benennen. Hm. Machen wir safe noch. Ja, lass das mal noch so und da lässt du mal auch noch so. Ah, und hier muss ich ja auch noch was bauen, genau. Das musst du ausbauen, das musst du ausbauen und dann, wir haben ja eigentlich genug öffentliche Ordnung, ne? Dann baust du noch Charleston, nee, wir spielen ein Against. Also es ist ein richtiges Against, was wir machen, allerdings ein Gentleman Against. Also wir, es geht erstmal einfach nur darum, hier, wer bekommt die meisten Siedlungen. Und irgendwann mal werden wir auch noch gegeneinander kämpfen, aber das ist dann Gentleman-like einigermaßen abgesprochen. Die Bruchsteininseln, die suchen übrigens auch noch einen neuen, wie sagt man da, die suchen noch einen Namenspatron. Einen neuen Namen, ne? Einen neuen Namen suchen die noch. So, und du läufst mal bitte hier hin. Und das wird wahrscheinlich 1000 Jahre dauern, bis du da bist. Ich muss auch noch eine Tech forschen. Oh shit, das hätte ich mal besser gebraucht. Hätte ich jetzt einen Stufe 10 Kommandanten bekommen, ne? Ach ja, so ist es halt manchmal, ne? Man kann nicht alles haben. Mhm. Und ich find's gut, wenn du es nicht hast. Verständlich. Plus 1 Rang bei Rekord. Okay, pass auf, wenn man das jetzt einfach mal so weiter. Wir gehen jetzt mal hier unten weiter. Das dauert ja jetzt noch ein paar Runden. Und hier kann ich noch einen Erlass rausquetschen. Genau. Rekrutierungskosten, Einkommenserpressung, Wachstum und Gehorsam finde ich immer super. Dann mach doch das mal, mein Liebchen. Leif Marie und dann bist du dran. Yeah. Kann ich in meinem Elend hier weiter herumsoxen. Schreiende Grotte, Bruchstein. Dings, Bruchsteininsel? Schreiende Grotte? Können wir nicht irgendwas hier mit Brechen machen oder sowas? Brechreizgarotte.
Oder wie wäre es mit Kotzsteininsel oder irgendwie so, wisst ihr, wie ich meine? So, oder Steinbruchinsel ist auch gut, ne? Das haben die Greenskins halt falsch Wie verstanden, wäre es ne? Das mit. war mal eine Bruchsteininsel, aber. Genau, wie wäre es mit Vomiten? Ja. Aber Grammatik gelernt bei Yoda, ich habe, also von daher vielleicht dann doch Steinbruchinsel, ne? Okay. Ja, wir haben eine Schlacht, die wird angegriffen. Frage ist, ob du das kämpfen willst, denn es ist. Also ich habe zwar angeschlagene Truppen, aber es ist. Er hat halt Crap. Du willst es, was willst du damit machen? Autoresolven oder Nein, was? nein, ich muss das kämpfen, weil sonst im Auto-Resolve verliere ich das, aber ich bin mir sicher, dass ich das gewinnen kann. Okay, ich überlege gerade. Ich würde dann, glaube ich, tatsächlich einfach mal zusehen. Will ich das selbst spielen? Ich will das eigentlich nicht selbst spielen. Komm, ich sehe dem jetzt mal zu. Ich gucke mir Okay. das jetzt mal an. Wenn ich jetzt Also verliere, vielleicht. wird's peinlich. Ja, dann wird's echt peinlich. Bröckelkotze, Brechreizinsel. Brechreizinsel ist auch gut, ja. So heißen die Stein des Spielmodi, Erbrechens. Oh ja, das ist Carlson. auch gut. Die Spielmodi in diesem Spiel heißen halt eigentlich Against oder Coop. Dieses Head-to-Head, das ist halt einfach von Community-Leuten entwickelt worden, aber das ist kein Spielmodus, der dieses Spiel hier bietet. Also im Grunde ist es eigentlich wie so eine Art Head-to-Head, könnte man sagen, was wir machen, bloß halt ein Gentleman-Head-to-Head. Ja. Wobei, nee, ich warte, bis meine Truppen da sind. Okay. Gucken wir mal, wie schrecklich es wird. Da kommt die Wurzelbehandlung gerade eben rein. Kurz mal Slow Motion, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe. Ach Gott, ja, ist okay. Ja, da kenne ich nix. Wenn Günther das nicht selber spielt, dann gibt es auch mal eine Runde Slow Motion. Und das bis ich Okay, den. nächstes Mal spiele ich selber. Hat er schon die Nase voll, ne? Ja. Da sind die Trolle. Oh, da sind die Trolle doch nicht. Tja, ich glaube, ich hätte hier doch eine bessere Figur abgegeben als die KI, aber gut. Aber das ist halt wirklich auch übelster Trash, womit der halt hier kämpft, ne? Also Ja, ich ich weiß glaube, gar nicht, also warum der das gewonnen hätte überhaupt ich das auch angreift. nicht, ne? Da reden wir jetzt nur über Nuancen, ne? Bei den Unterschieden, ne? Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Das hätte ich wahrscheinlich nicht so gemacht.
Doch, das hätte ich auch so gemacht. Ja. Ist ja nicht das, was er gecastet hat, ne? Frage, ob er die wegkriegt. Ich glaub's aber nicht. Aber da hätte man mehr Truppen committen können, auf jeden Fall. Hätte ich eher gesagt, als die Truppen alle hier zu committen. Schauen wir mal. Also bisher sehe ich Murph noch klar vorne. Ja, hab die und meine Verstärkung hier komplett vergessen gehabt gerade eben. Ich hätte es auch ohne geschafft. Mhm. Ja, das hier zum Beispiel, das hätte ich halt niemals hier gemacht, ne? Oder war das der Murph, der das gerade... Hast du gerade gecastet oder hat er gerade gecastet? Ich habe einen Cast gemacht, ja. Du hast gecastet, okay, gut. Naja, nee, dann ist okay. Das war eher so halbgünstig gerade eben. Ich habe meine eigenen Leute gerade getroffen. Mhm. Ja, eine Einheit hast du auf jeden Fall erwischt dabei. Aber es bringt mich nicht um. Ja. Wie sieht's hier aus? Aber diese Fernkampfstreitwagen von den Skelettbogenschützen. Alter, was hat denn der für eine Range? Das ist ja pervers. Das ist ja wie eine Arti. Ich meine, was der Map für eine Range hat und was der für eine Range hat. Ja, das ist halt nicht gebalanced. Das ist wie eine Arti. Ja, da ist es, das ist der Amylos, das war's doch, oder? Da macht's jetzt gleich puff, puff, puff und dann zerfällt hier alles zu Staub, oder? Ah, nee, noch nicht ganz. Aber fast. Gute Nacht, Schollig. Alles Gute. In 5 Stunden geht der Wecker. Ach du meine Fresse, ja gut, dann schlaf gut. Jetzt ist der Amylos da. Nur die Streitwagen, die kämpfen noch. Nicht mehr lang. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Und wups, da war's. Also ehrlich gesagt hatte ich auch so einen Effekt eigentlich bei unserer Schlacht erwartet, Günner. Aber ja, da hat wahrscheinlich einfach wirklich der Mangel an meinen Einheiten, vor allem halt auch an den guten Einheiten von Anfang an auf dem Schlachtfeld mit zu tun gehabt. Ja, also wie man halt hier sehen kann, das ist ja nur Substandard-Trash, was da angegriffen hat, ne? Da kannst du wirklich, also so eine Armee klatscht du halt immer weg, ne? Ja. Also. Pinsi mache ich. Pinsi möchte einen Charakter benennen. In Fisa Pinsi. So. Naja, dass ich jetzt auch ein bisschen federn lasse, ist klar. Ich habe auch sehr hart gezockt. Wobei ich nicht mal Einheiten verloren habe. Hi, Lemmy. Ja, immer noch mit Facecam. Oder mal wieder. Das Volk hat danach verlangt und ich habe gedacht, ich mach's dann nochmal. Für mich allerdings natürlich hier mit dem Problem, es ist immer noch sehr heiß und ich bereue es jetzt schon wieder mit Facecam gespielt zu haben, weil ich hier so gerade vor mich hinschmelze. Günther liegt normalerweise währenddessen er streamt nackt in einer Wanne voller Eis. Genau. Ich denke da wieder gerade an dieses Bild der Tod des Marat und überlege, ob man das so mit mir auch so malen könnte, wie ich so in so einer Eiswanne liege. Das finde ich jetzt eher so semi. Überlegt gerade eben. Ich glaube nicht, dass der das wirklich gewinnt. Das ist wieder mal, glaube ich, eine grobe Fehleinschätzung des Spiels. Sorry, okay, ich muss das danke auch für spielen. Den Follow übrigens. Es gibt zwar Ushabti, aber ich glaube einfach nicht, dass sie das schaffen. Das ist jetzt eine gute Frage, ob ich das spiele oder nicht. Komm, ich spiele das. Das ist so eine kleine Schlacht, das können wir doch super machen, oder? Ja, ja, aber du wirst nicht erleben, dass ich offensiv werde, weil ich werde angegriffen. Oh, ja. Ich werde da stehen bleiben. Ja, mach das. Das ist okay.
Und Cordovan, danke für die 100 Bits für häufiger mit der Facecam. Ach, Strategie-Ecke, sorry, ich habe ganz vergessen, dich zu grüßen vorhin. Hab deine Mail gelesen, habe mich noch selber die Nachricht gefreut und werde versuchen, auch in Bälde bei dir reinzugucken. Okay. Aber nicht vergessen, Junge, ich hab Geier. Ja, geh mir nicht auf die Eier mit diesen Geiern. Das sag ich jetzt einmal ganz keck. Immer noch deutlich stärker gewertet als du aus irgendeinem Grund. Ja, du hast die Ushabti und die sind auch sehr stark, aber ich glaube nicht, dass die Ushabti gegen die Tricks, die ich auf Lager habe, so stark sind. Aber vielleicht irre ich mich. Vielleicht irre ich mich. Wir werden es gleich erfahren. Ist dann doch mal lieber eine erhöhte Position. Ach du mit der scheiß Magie hier schon wieder. Die zeckt aber echt, du. Ganz im Ernst, das bringt mir nichts. So habe ich keine Chance. Dann ziehen sie sich lieber zurück. Dann ziehe ich mich lieber zurück. Gute Nacht, Liste Axel. Schön, dass du dabei warst. Nacht, Liste Axel. Ja, Strategie, das Problem ist, gerade momentan habe ich halt die mega stressige Arbeitsphase hier momentan. Also, was ich momentan halt auf jeden Fall versuche, ist mal so zumindest mal in deine Videos reinzugucken. Und wahrscheinlich werde ich das mal so nebenher beim Schreibtischjob machen, um deinen Kanal dann da auch mal noch ein bisschen kennenzulernen. Die haben mir ein Item geklaut. Mein Leben ist LOL, vorbei. LOL. Dann hat der König Raver ja jetzt mittlerweile ein Item mehr. Der hatte auch noch ein Item, ein anderes, ne? Hat er ein gutes geklaut? Er hat mir den Feuerball geklaut. LOL. Ja, der ist aber auch nicht so, ja, so gut. Warte ab, wenn der dich jetzt gleich nochmal angreift. Oh ja, Rubinring. Dann berechne ich das einfach, weil dann ist diese Armee einfach tot. Ja, ist mir jetzt egal. Kann ich nichts machen. Du machst es automatisch, oder was, ne? Ja. Geht es halt leider schön in das Schöne drauf. Kann ich jetzt auch nichts mehr daran ändern. Da ist leider nicht viel zu machen gewesen. Eigentlich wollte ich es anders, aber es ging nicht. Das Chaos, machen die irgendwas mit dir? Okay. Nö, die haben nichts gemacht. Das hat einfach irgendwie lange gedauert. Möp, wir machen gerade deine Runde, glaube ich, noch. Es sei denn, du musst jetzt noch irgendwie eine längere Schlacht kämpfen. Ich weiß, was du meinst. Wir sind ja eigentlich schon bei. Wir sind jetzt gerade bei rund 30 Minuten. Ach komm, dann lass uns an der Stelle beenden. Wir können noch ein paar Minuten können wir noch machen. Ne? Ich könnte es auch noch lang rum machen. Also lass uns an der Stelle einfach beenden. Echt jetzt? Ja.
Ja, ich fange ja gerade erst an, ne? Ich brauche jetzt mindestens noch 5 oder 6 Minuten, das bringt's jetzt auch Ja, nicht. kannst du ruhig machen, ist kein Problem. Okay, dann. Mach die noch. Mach die noch. Mach du ruhig nur deinen Part, Genervt weil mit das Ding meinem bei mir Geld. ist ja, ich kann ja noch meine Städte hier umbenennen. So, also die Bruchsteininsel. Welchen Namen fand ich nochmal am besten hier? Was finde ich gut? Brechgrotte fand ich super. Brechgrotte. Brechgrotte mit Brocken drin. Ah, Mist, passt nicht, ne? Brechgrotte mit Auswurf. Das finde ich doch super. So. Haben wir noch Ja. eine Stadt eingenommen? So, das wird jetzt hier der fiese. Den Buckelberg hatten wir noch. Buckelberg, Leute. Ich brauche noch was für den Buckelberg. Wie soll der Buckelberg heißen? So, jetzt haben wir auch den fiesen Pinsi. Guten Abend, Ozymandias. Läuft eigentlich ganz gut. Merp, du kannst ja mal schnell mir. Achso, warte mal, ich sehe das hier gar nicht, ne? Ich sehe das hier noch nicht, Also ne? ich würde das jetzt hier berechnen, Günner, weil das ist die letzte Schlacht von diesen Viechern Ja, und. lass mich mal gerade schauen. Oh, du hast einen wilden Lindwurm dabei. Ja, Wie habe ich nice gerade ist eben für das den denn? Ding bekommen. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass ich hier eine ganze Menge Zeug jetzt verliere, wahrscheinlich sogar mehr, als wenn du das jetzt hier spielst. Eins, zwei, ja. Geht doch eigentlich Ja, geht noch. noch, ja. Okay. So, Charakzon ist vernichtet. Wie viele Städte hast du jetzt momentan eigentlich? Ich Ich habe habe 36. 40. Ja, ich bin nah dran gekommen wieder. Der Map, der war mal 9 Städte vor oder so, ne? Aufholjagd beginnt. Die Aufholjagd beginnt. So. Naja, du bist schon die ganze Zeit dabei, eigentlich bei der Aufholjagd. Ich hatte, du hast ja durch diese Konföderation mit dieser einen Fraktion hier direkt neben mir, hast du sehr viele Städte bekommen. Und das, seitdem bin Ja. ich dabei, mit der Aufholjagd. Ich werde aber rankommen, auf jeden Fall. Und wir überholen den Map noch, ich sag's euch, Leute. Wunschvorstellung. Leider traurige Realität. Ich lebe in meiner eigenen Welt, jetzt machst du mir nicht kaputt. Genau. Ein bisschen Fantasie muss bleiben, ne? Ja, genau. Will ich hier? Warum eigentlich nicht? Ich kann es mir leisten. Simon. Boah, du gehst da rein. Ja, also jetzt müssen wir uns halt auch echt überlegen, wo wir halt als nächstes hin wollen. Ne? Also da will ich eigentlich nicht unbedingt hin, weil, also ich habe keinen Bock gegen Echsenmenschen zu kämpfen, aber wahrscheinlich muss ich da hin. Habe ich auch Ach, irgendwie keine Lust. mit Grünhäuten geht das inzwischen eigentlich sogar ganz gut. Ja. Wir machen erstmal noch das hier. Und dann kümmern wir uns hier drum. Weil die haben auch keine Chance, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die hier eine Chance haben. Und dann, ja, müssen wir mal gucken. Der Map, der wird wahrscheinlich irgendwie wieder nach Ulthuan wollen oder sowas. Was? Nein. Nur ein Spaß, nur ein Spaß. Hochelfen, absoluter Albtraum. So viel Fernkämpfer, ne? Ja, Und das so viel macht. Drachen. So viel Pff, Phönixe. die Phönixe sind viel schlimmer, ey. Weil die sind ja auch relativ günstig und die KI neigt ja dazu, die regelrecht zu spammen. Oh, geil. Das war wichtig.
mit dem Typen da, keine Ahnung. Mal dahin. Wir forschen jetzt das Wichtigste, wo es geht. Viel zu viel. Oh, ja, Schollig, der ist gar nicht so schlecht. Irgendwas mit Quasimodo, ne? Ja. Ranziger Rücken, auch nicht schlecht. Eiterbeulenhügel, auch nicht schlecht. Wie okay. Warte, lass mich mal ganz kurz noch schreiben. Quasimodo sein Hügel. So, dann passt es doch, ne? Okay, ja. Oh, die Diener des Chaos sind vernichtet worden. Das kommt vor. Warst du das? Nein. Ich bin unschuldig. So, aber jetzt bist du dran. Und damit können wir die Folge beenden. Ja, genau so ist es. Und ich sag an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank fürs Zugucken, dass ihr im Stream dabei wart und auch auf YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nochmal an einem Dienstag dabei seid, wenn der Mörp und ich hier uns ein Stelldichein liefern. Das wäre cool. Und twitch.tv/GünterShadow und der Link zu Mörps Kanal ist auch in der Videobeschreibung drin, falls ihr das jetzt auf YouTube seht. Da freue ich mich drauf. Und ich bin am Freitag übrigens nochmal on um 21 Uhr. Mörp, wann bist du wieder das nächste Mal online? Am Sonntag. Und ja, also wenn das jetzt hier als Video kommt, ist es wahrscheinlich schon längst vorbei. Aber für alle, die auf Twitch zuschauen, da spielen wir Warhammer Vermintide 2. Schaut mal rein, Leute. In diesem Sinne sage ich, macht's gut und Pax Vobiscum, Valete. Oi.